bisschen wie auf einer Rodelbahn. Hallo, hier ist wieder euer Gotti und ihr wundert euch sicherlich bei dem Titel, nein, war kein Clickbait, warum ich jetzt hier auf einer Cardiomaschine sitze. Nämlich, kennt ihr alle, die Rudermaschine. Tatsächlich könnt ihr so manche Geräte im Fitnessstudio, vor allem ganz zur Freude und Unterhaltung aller anderen im Fitnessstudio, die euch dann dabei zusehen werden, mal anders nutzen, als sie gewöhnlich genutzt werden. Und einer der besten, effektivsten Core-Übungen, die es überhaupt gibt, habe ich euch schon mal vorgestellt im heimischen Training mit den Rollen, nämlich das Ausrollen, wo der ganze Oberkörper wie ein Brett gehalten werden muss. Und das geht auch so richtig in die tiefen Muskulatur des Bauches und der Abs rein. Ist ein wahnsinnig gutes, ja, Basistraining für den Bauch. Dann gibt es noch einige andere, die man on top machen kann. Mit on top meine ich aber gar nicht unbedingt in der gleichen Trainingseinheit. Kann man auch. 3-4 Sätze davon und nochmal 3-4 Sätze normale Crunches. Und das reicht. Vor allem, weil ihr hier nicht so weit in die Beuge reingeht. Aber vor allem an einem anderen Trainingstag, heißt an einem in der Woche, wo ihr den Bauch mal nur mit so einer Core-Übung trainiert und das vielleicht beim Aushängen auch und bei an einem anderen Tag, wo ihr dann mal normales Bauchmuskeltraining macht mit Crunches und dergleichen oder einer Maschine. Hier zeige ich euch jetzt eine Variante im Fitnessstudio, wie ihr sie auch richtig gut machen könnt. Ich zeige euch zusätzlich noch eine, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo in einem Video erwähnt, was man auch mit dem TRX-Band dann machen kann. Und hier ist es allerdings durch das Schienensystem eine richtig tolle Sache. Und jetzt aufgepasst. Natürlich werden sich all diejenigen ärgern, die dann an dieses Gerät möchten, wenn es davon so wenig gibt. Im Prinzip nutzt ihr das aus, dass das hier so schön hergleitet. Werdet es an der Seite anfassen und dann geht's an die Core-Übung. So, anfassen, seitlich am besten, nicht hier oben drauf, dann könnt ihr wegrutschen und ist auch für die Gelenke nicht besonders toll. Schön stabil hier anfassen, hinten hinstellen, könnt ihr euch auch gerne schulterbreit bequem hinstellen. Und dann vor und einrollen und beim Einrollen wirklich die Bauchmuskeln nochmal anspannen in der Beuge. Soweit ihr könnt nach vorne und wieder zurück. Ich habe hier jetzt wenig Platz nach hinten hin. Gute Ausrede, ne? Aber natürlich könnt ihr das wirklich bis zu, ja, so weit es geht strecken, bis ihr wirklich parallel zum Boden seid machen. Wahnsinnig gut, vor allem, weil das hier eben so schön locker ist, fließend. Macht es auch umso mehr Spaß, weil ihr wirklich eine Körperkontrolle beibehalten müsst. Ihr seht schon, ich bin schon wieder Pre-Training und mittendrin und kann nur noch schlecht sprechen. Ich hoffe, der Sinn ist rübergekommen. Das Gleiche gibt es natürlich auch am TRX-Band und ihr kennt das Ganze mit der Rolle. Damit kann man es natürlich auch machen. Hier nochmal die TRX-Variante. So, wenn ihr das Ding dann irgendwo hängen habt, macht es möglichst weit runter. Oh, ist es schon. Ja. Dann muss ich es euch jetzt mal so zeigen. Eigentlich sollte es noch flacher zum Boden sein. Und auch hier tendenziell geht er hinter dem normalen Punkt, wo es normal gerade runterhängt, also 90 Grad zum Boden, geht er ein bisschen hinter zurück. Das ist oft intensiver, als wenn ihr euch hier reinhängt, weil dann geht es da nach oben. Dadurch ist die Kontraktion nicht mehr ganz so stark, die Spannung nicht mehr ganz so stark. Umso mehr ihr parallel zum Boden mit dem Körper kommt, umso stärker ist sie. Und natürlich, wenn ihr das Ganze zurückziehen müsst, hier schiebt es euch schon fast zurück. Also geht lieber hier hin und dann runter. Hoch, Bauchmuskeln einmal richtig anspannen. So, Sinn dürfte rübergekommen sein. So, und hier noch zu guter Letzt ein kleiner Bonus. Die Hardcore-Variante für die Hardcore-Leute unter euch. Die kann man hier oben machen, aber nicht etwa normales Bein heben, sondern den ganzen Körper anheben. Ihr kennt das von den Leuten, die vor allem immer so an den Stangen hängen, von Calisthenics, Freeletics. Das ist die Übung. Wenn ihr die auch nur ein paar Sekunden halten könnt, macht die schon was aus. Meistens trainiert man damit am Anfang in den Negativbereich. Wer dazu mal ein ganzes Video sehen möchte, ab in die Kommentare, dann gibt es eins dazu. Wert ist es die Übung schon. Jetzt zeige ich es euch nur kurz.
Wichtig, Hüfte nicht durchhängen lassen, keinen Knick reinbringen, gerade parallel zum Boden kommen, so viele Sekunden wie möglich halten, könnt eh nur gegen ankämpfen und dann wieder runter. Dazu noch möchte ich noch anmerken, denn da ist ein gewisser Selbststolz drin, ich wiege zurzeit 98 Kilo und das als 98 Kilo Pumper zu machen, ist gar nicht mal so übel. Auch wenn ihr teilweise Leute seht, die da eine Minute gemütlich abhängen, die wiegen oft nur 60 Kilo. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, der Ton im Hintergrund, der stört nicht zu sehr. Das ist hier einfach nervig. Das höre ich immer noch wesentlich mehr auf dem Mikrofon in den Videos, als es hier tatsächlich der Fall ist. Aber dafür kann ich euch das hier so gut zeigen. Insofern schreibt bitte nochmal in die Kommentare, ob euch grundsätzlich die Trainingsatmosphäre bei den neuesten Videos hier gefällt oder ob ich auch ruhig mal wieder zurück soll und das von der heimischen Schreibtischatmosphäre ein paar Videos machen. Kann ja sein, dass der Spirit hier ein bisschen besser rüberkommt vom Training. Schreibt mir bitte etwas dazu, denn mit euch verbessere ich den Kanal und die Videos natürlich gerne. Dann nehmen wir vielleicht sogar das Geräusch in Kauf, außer ihr sagt, nee, mach ruhig zu Hause. Die Message ist das Wichtige. Lasst es mich wissen, ansonsten Like, durchstöbert den Kanal, das ist ganz wichtig. Schaut euch mal die anderen Videos an, da sind noch einige verborgene Schätze für die, die neu sind unter euch. Hat er das gerade selbst von sich behauptet? Und abonniert den Kanal natürlich, um nichts Neues zu verpassen. So, ich gehe jetzt ins Beintraining. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.